Ja, der neue Abgasskandal, der da auf uns zurollt, der wird immer mehr zum Problem. Wir müssen unbedingt was tun. Also, dass wir jetzt auch noch im Verdacht stehen, die Benziner manipuliert zu haben, ist für unsere PR einfach eine Katastrophe. Und auch die US-Umweltbehörden ermitteln seit 2017 gegen uns. Also, wenn Medien das vermehrt aufgreifen, dann sind wir geliefert. Oh Mist, wir brauchen wieder mal positive Meldungen. Ja, und zum Glück haben nicht viele Medien diesen SWR-Bericht vergangenes Jahr aufgegriffen. Ja, also in meiner Bekanntschaft hat kaum einer was mitbekommen, dass Audi schon wieder ein Abgasskandal droht. Ja, und diesmal wegen den möglicherweise illegalen Abschalteinrichtungen. Ja, und wir müssen unbedingt was tun, damit das auch so bleibt. Das wird jetzt heikel. Mist, was sollen wir also tun? Wir könnten versuchen, die Batterieeffizienz zu steigern, damit sie gut über uns berichten. Das braucht Monate, das ist viel zu kompliziert. Zu komplex, zu zeitintensiv. Oh, scheiße. Oh, was für ein Mist. Oh je. Oder? Gendersternchen. Wie soll das denn jetzt helfen? Hä? Was ist das für eine Idee? Wir führen Gendersternchen ein. Wir machen Gendersternchen, Unterstriche und Doppelpunkte an alles. Das lieben Journalisten. Wir arbeiten jetzt einfach einen Gender-Leitfaden aus. Das wird super. Könnte hinhauen. Klar, Journalisten verstehen alle nichts von Abschalteinrichtungen und Abgaswerten. Wir müssen denen was geben, was sie verstehen und was sie lieben. Gendersternchen. Diversity und Inclusion-Gedöns. Sie werden alle darüber berichten. Wir geben Ihnen einfach, was Sie gerne hören. Clever! Dann schreiben Sie nicht über unsere Abgaswerte oder die Untersuchungen gegen uns, sondern über unseren Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Das ist wirklich gut. Das sind easy points. Aber funktioniert das? Klar, glaub mir, das klappt jedes Mal. Das hat auch schon bei Adidas und Nike funktioniert. Warum soll das bei uns nicht auch funktionieren? Ja, wisst ihr noch, der Werbespot mit dem Kind und der Banane? Der hat viel mehr aufgewirbelt als damals die manipulierten Abgaswerte. Das hat 20 Mal mehr Medienberichte generiert als der Abgasskandal. Ganz Twitter war voll. Wir müssen unsere soziale Seite demonstrieren. Und wir müssen das mit richtigem PR-Gedöse einführen. Ja gut, eigentlich habt ihr recht, der ganze technische Krimskrams ist ja eh nur Bullshit. Und Journis kapieren das wirklich nicht. Für die ist Gender-Zeug so viel wichtiger. Ja, weil es etwas ist, das sie selber gerne wollen. Darüber schreiben sie super gerne. Ja, und immer positiv. Die Idee ist wirklich genial. Wir lassen jetzt sofort eine Pressemitteilung über ihr Lieblingsthema Gender raus. Das werden die alle aufgreifen und in ihren Artikeln nett darüber berichten. Und in den sozialen Medien posten. Die werden uns dafür feiern. Und kein Schwein denkt mehr an manipulierte Abgaswerte oder an die Untersuchung. Problem gelöst. Problem gelöst. Mittag. 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 Ja, macht ein Abo und teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wenn euch diese Art von Sketches gefällt, ich habe noch mehr hier, eine ganze Reihe zu aktuellen, kontroversen Gesellschaftsthemen. Checkt sie gerne mal aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut und tschüss.